Hallo meine lieben Freunde, hier ist euer Zauselbart mit Graveyard Keeper. Wir machen mal weiter und versuchen mal ein neues Kapitel hin. Weiß nicht. Bräuchte ich so ein Buch? Tisch, Tisch 2 oder Werkbank? Wäre dann sowas. Achso. Immer. Fertigen wir mal dieses. Ah, okay. Jetzt bräuchte man. Ah. Okay. Dann gehen wir doch mal. Was nehmen wir? Nicht nach Reichtum. Auch nach Reichtum. Verbeten. Einen Glauben. Weil doch im Glauben ab. Beten. Kommt rein, meine kleinen Schäfchen. Ich habe es zu verkünden. Unsere Kirche ist klasse. Also da könnte man wirklich mal ein bisschen mehr Vielfalt reinkriegen. Machen wir schon mal die ersten 5. Dankeschön. Oh, schön in die Kollekte einzahlen. Ah, wunderbar. Handelssegen. Warte mal. Halt. Wo ich den anderen Handelssegen hin? Stadtungssuche. Glaube ich oben. Weil den Handelssegen kann man ja den Leuten geben, um natürlich Zeug freizuschalten, was sie verkaufen. Da drin? Nein. Da drin? Nein, da ist er nicht. Da drin? Da ist er. Ja. Oh, so viel Graphit, ey. So viel Graphit. Wie haben wir denn eigentlich jetzt schon? Oh, 38. Und der steckt aber nur 30. Das ist aber nicht so toll. So. Handeln. Weil wir haben ja hier... Dann so machen. Boah, ist er fast voll. So, so kann ich das nicht kaufen. Er hat ein flüchtiges Gebet. Aus dir Kerzen. Auch. Technologie. Doch, ey. Da war ich auch.
Oder Doppelkerzen. Das könnte man natürlich auch machen. Könnte man unsere ganzen Dinger und weiße Bubble. Mal freischalten. Das können wir auch mal freischalten. Abmonument. Da brauchen wir halt wieder das grüne Zeug. Abstelle, okay. Braucht man polierter Stein, habe ich. Hölzerne Gebetsbank, okay. Rasen, Rasen, Rasen. Was kann man hier? Okay, Bürger. Vorerlaubnis. Erlaubt. Haben wir halt kein Geld mehr. Jetzt haben wir nur noch 7, Alter. Nur noch 7. Aber wir haben jetzt Bauerlaubnis für was denn? Okay. Egal. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt neue Sachen gekriegt hier drin. In unserer wunderbaren Kirche. War nämlich der Kerzenstab 2. Wandleuchten, Wandleuchten 2, Beicht. Verbundglas. Was da braucht man. Ich denke mal, das kann man dann hier alles noch einsetzen. So, ich habe schon wieder den Faden verloren. Was wollten wir eigentlich jetzt machen? Ich hoffe. Stimmt, da braucht man Alchemie. Dazu brauchen wir Zahnräder. Aber am wichtigsten sind die grünen Bubbles. Da wären jetzt solche Ranken nicht schlecht. Kann ich hier irgendwas Schönes, Leckeres kochen? Wird noch ein bisschen dauern. Komm, wir müssen einen Schneider haben. Den einen. Mal wieder grüne Bubbles. Egal was wir machen, wir brauchen grüne Bubbles. Oh Gott, wo kriege ich grüne Bubbles hin? Jede mit Stäbchen, Komposthaufen, Kisten. Geht. Auch nicht schlecht. Kann man hier anbauen. Apfelbäume und. Okay. Grüne Bubble. Gehen wir mal ins Bett und dann schauen wir mal einfach mal. Ich würde jetzt sagen, mal im Sumpf mal nahe zur Hexe.
Vielleicht finden wir ja da. Auch nicht gerade wie. Aber vielleicht finden wir ja da was. Oder wir könnten natürlich auch. Das leider nicht. Milch, aber ich habe keine Kühe. So kriegt man halt was. Umgehen und einfach einsammeln. So. Ist ja eigentlich nicht zum fürs Herstellen. Ah ja, wo ist mein Wasser? Das habe ich glaube ich unten noch rein. Unten oder draußen? Draußen. Daher ein Arsch voll Arbeit. Flüchtlinge, dann hier unten diese Geistergeschichte. Ja, sag ich doch. Mal so viel. Der Teig läuft mir hinterher. Nimm mich mit, nimm mich mit. Sonst war ich schmutzig auf dem Boden. Daddeln wir halt ein bisschen rum. Kann ich ihn da rein tun? Einmal. Jetzt machen wir hier erstmal dann gehen wir uns zum Horadrik und sagen, hey Meister, ich habe Siegel.
Ich glaube, wir hätten wahrscheinlich auch das Siegel von Schlange kriegen können. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber ob das geklappt hätte, was? Ich habe es mir einfach gekauft, Digga. Gut, dann benötigt dieses Fleisch nur noch ein wenig Vorbereitung an einem Küchentisch. Geschichte. Wickel das, es in Papier und benutze das Siegel und ich kaufe es dir gerne ab. Was? Das heißt jetzt halt Leichen fleddern, fleddern, fleddern. Hier schmeckt jetzt viel besser. Hier Durst. Und der ist auch schon fertig. Da kann man auch keine Handels machen. Den Vampir muss ich auch noch suchen. Ach ja. Am besten wäre es halt, erst das Spiel so durchspielen und dann die Add-ons aufklatschen. Und nicht alles auf einmal. So, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Siegel lassen wir mal bei mir. Was könnte man mal noch mal Fisch? Bibi, Bibi, Zwiebeln habe ich keine. Nur Bärensaft. Weil Bärensaft bräuchte man. Man noch irgendwas, was man heißt eigentlich nur noch warten, bis der Ofen hier fertig wird, genauso wie der Ofen da draußen. Sammeln ein. Graffit wir haben. Graffiti. Fürchterliche. Karotten dabei? Habe ich. So, was macht denn eigentlich? Kann ich eigentlich wieder zerlegen? Warte mal, habe ich jetzt die Karotten? Ja. Manchmal bin ich echt ein Held. So, jetzt gehen wir zu Gary runter. Weil, obwohl, halt. Das ist ja auch wieder witzig, weil da unten ist ja immer alles schneller. Aber wenn du mit Gary haben willst, ist obenrum schneller, als wenn du unten durch den Keller läufst. Warte mal, komm mal her. Wir könnten auch. Da kriege ich. Den Pflanzen kriege ich nichts. Okay. So. Halt noch rein. So, wo liegt eigentlich hier unten? Ja, genau hier. Hier liegt unser Arbeitszombie. Sozusagen. Hier ist unsere Seelensäure. Ja, da brauche ich die polierte Pasten. Stimmt. Und hier unten ist der Anafuzige. Gut. Ups, hier haben wir was. Vorbereitungstisch. Glaube ich schon.
Achso, da brauchen wir Stahldinger. Okay. Gut, jetzt heißt eigentlich nur noch, wir müssen auf Rüdiger warten. Einfach auf Rüdiger warten. Naja, in der Zeit gehen wir halt einfach mal rum und sammeln noch hier alles ein, was wir noch sammeln können. Guck mal, wie die da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben, dass man nicht ständig einen blöden Stamm rumläuft. Eigentlich, da oben habe ich schon freigelegt. Okay. Kann ich ja jetzt auch. Keine Ahnung, für was ich die. Einfach mal. Hauptsache ich kriege eine Punkte. Aber warte mal, wenn ich das hier öffnen könnte, würde ich den ganzen Bereich fluten. Runter. Werde ich ja untergehen. Oder nicht? Ja, die hier Dinger, die bräuchte ich. Auch was? Ah. Wunderbar. Rüdiger hat gerade eine Leiche gebracht. Wir könnten ja auch anfangen, uns mit Zombies. Hier nicht da. Zombie-Bergbau. Ich gebe jetzt gerade die ganzen grünen Bubbles aus. Los. Kamerad, ich bin damit beauftragt worden, dir mitzuteilen, dass das was? LGBT in einer Plenarsitzung die Entscheidung getroffen hat. Bitzeug. Wie bitte was? LGBT wer? Das Leistungsgremium der Partei des Esels Proletarität ist das. Du redest übrigens gerade mit ihrem Generalsekretär. Ah, in Ordnung, das erklärt so einiges. Also, das LGD hat entschieden, dir noch eine letzte Chance zu geben, dich von der Arbeitskraft zu repalitieren. Danke. Unsere Partei befindet sich in einer Vorbereitungsphase auf den revolutionären Umschwung und deine Rolle dabei ist eine führende. Und wenn ich nicht mitmachen will, dann werden wir dein Haus, dein Friedhof, deinen Garten und deine Kirche niederbrennen. Und dann noch das Allerschlimmste, du wirst auf den schwarzen Liste der Partei landen.
Wir sind hoch erfreut darüber, dass du uns helfen willst. Und jetzt komm näher und hör gut zu. Du verstehst sicherlich, dass all dein Geheim ist. Wir werden mit Nachrichten kommunizieren. Nachrichten? Und wie willst du Nachrichten schreiben? Delix sind die Unwissenden. Also, zuerst bereitest du ein Kochbuch für unsere Freunde, den Rattenchef, vor und schickst es unserem Postamt. Er liebt die Kochkunst und die Revolution kann nur erfolgreich sein, wenn die Ratten mit dabei sind. Ratatouille? Soll ich Ratatouille machen? Darauf schickst du 5 rote Äpfel an unser Postamt, um die Moral der unterdrückten Eselkommune zu heben. Du musst... Wart mal. Das alles kann ich kaum unauffällig verschicken. Du hast gesagt, das sei streng geheim. Deswegen ist es deine Pflicht, eine spezielle Kiste für Schmuggelware anzufertigen. In diese Kiste steckst du die Schmuggelware. Und dann werden ich oder andere Parteimitglieder diese im Schutze der Nacht entfernen. Aber keine Sorge, du schaffst das schon. Ich glaube an dich. Viel Glück. What the hell? Alter! Die Revolution beginnt. Herstellen Kochbuch. 5 Arten Ratatouille mit Gemüse und Katzen zum Kochen? Ey, langsam wird das Spiel echt strange. Ja. Okay. So. Kochbuch. Am Tisch, okay. Tischts. So, mein Freund. Huch. Warte mal, ich hab... Die Leiche jetzt noch hier reinpacken. Wieder explodieren. Danke. Los. Nochmal wieder alles. Ein Stück Fleisch rein, die Seele rein. Seele heilen. Danke. Komm die Seele da rein. Mit ein bisschen Glück war wird, glaube ich, eine Werbe draus. Alles will von mir. Ratatouille. Was für eine Anspielung. Haha. Ja, komm her. Rein da in die Olga. Er wieder, ey. Ich will diese Sonderwünsche. Du fürs Brot. So. Alter, das wird ja immer konfuser, das Spiel, ey. In was für einer Welt sind wir hier gelandet? Deswegen kann man hier Äpfel anbauen. So. Dankeschön. Blut kommt noch raus. Der wird eh verbrannt, der Typ.
Schädel brauchen wir auf jeden Fall. Und noch Fett nehmen wir auch noch mit. Okay. Die Leiche. Burn, Baby. Ruhe in Frieden. Du arme Seele. Ach, halt, ist er nicht mehr drin. Ah, mach schneller. Doch, danke. So. Papier. Wir haben ein Klapp. Habe ich die Asche hin? Immer Tisch. Der Tisch? Ach, wo? Einen Rotwein und leeres Papier. Okay, leeres Papier. Will ich noch leeres Papier. Tisch, Papierpresse, Arbeitsblatt. Leeres Papier. Den legen wir auf. Oh nein, den legen wir nicht auf die Brücke. Entschuldigung. Heute mal das Fleisch von den Rippen schneiden. Danke. Ach ja, genau, den muss man ja auch noch rippen. Brauchen wir noch. Hier passt der. So, Fleisch rein, Seele rein, heilen. Fleischpakete, da haben wir es doch.
Wir sind schon wieder über die Zeit. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Denkt ans Liken, Kommentieren, Abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. In diesem Sinne, haut rein. Ciao, euer Zausel.